Unser Teamcheck geht in die nächste Runde und heute kümmern wir uns mal um den ersten Aufsteiger und nehmen den SV Darmstadt mal ganz genau unter die Lupe. Ich bin Max, freue mich, dass ihr mit am Start seid und ihr wisst mittlerweile, wie es läuft. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mindestens einen Spieler habt von Darmstadt in einer eurer Kickbase-Ligen und schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wer das ist und ich hoffe, dass das in Anbetracht der potenziellen Punkteausbeute jetzt nicht allzu viele sind. Und damit haben wir genug gequatscht, wir gehen rein ins Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, der SV Darmstadt. Lange sah es letztes Jahr so aus, als würden die komplett durchmarschieren und als Tabellenerster aufsteigen. Hinten raus hat man aber ein bisschen gechoked, ist dann Zweiter geworden und das lag vor allen Dingen daran, dass die Offensive teilweise stark zu wünschen übrig gelassen hat. Man hatte zwar Philipp Tietz, aber trotzdem bot man die schwächste Offensivabteilung aller Top-8-Mannschaften auf. Defensiv war das in Ordnung, ansonsten wäre man auch nicht aufgestiegen, aber gerade vorne drin muss dieses Jahr was passieren, wenn man sich in der Bundesliga etablieren will. Thorsten Lieberknecht hat sich eingespielt auf sein 3-4-1-2 und ob das so Bundesliga-tauglich ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Genau, so sind die Lilien letztes Jahr aufgestiegen mit Schuhen im Kasten. Dann Yannick Müller, Zimmermann und Patrick Pfeiffer in der Dreierkette. Bader und Karic auf den Außen, Holland und Schnellhardt auf der 6, Melem auf der 10 und dann Manu neben Philipp Tietz im Sturm. Und hier gilt das gleiche wie für viele andere Mannschaften, denn so werden wir die definitiv nicht mehr zusammen sehen in der nächsten Saison. Denn ihr erkennt es schon, Philipp Tietz und Patrick Pfeiffer, beide im Trikot des FC Augsburg. Beide gewechselt zum direkten Konkurrenten und beide hätte man sicher gerne behalten. Patrick Pfeiffer als Abwehrboss eine gute, sehr gute Saison gespielt, torgefährlich gewesen. Ich meine, viermal getroffen und auch Philipp Tietz hätte man mit Sicherheit gerne da behalten. Ich habe es eben angesprochen, in der Offensive hakte sowieso. Jetzt ist der beste Torschütze auch noch weg. Und wie die Lilien versuchen, das zu kompensieren, die beiden Ausfälle oder die beiden Abgänge, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. In der Abwehr hat man gleich zweimal zugeschlagen. Relativ früh war klar, dass Matej Maglitzer kommen wird vom VfB Stuttgart. Riesentalent, kann ich mir gut vorstellen. Abwehrhühne, groß gebaut. Ich glaube, der passt extrem gut rein beim SV Darmstadt, gerade auch in die Spielphilosophie. Und ich denke auch, der wird gesetzt sein. Und dann eben noch Christoph Klara, der Österreicher. Den hat man geholt von der Fortuna aus Düsseldorf. Auch der sehr physisch, sehr zweikampfstark. Also da geht es nicht um Hackespitze 1, 2, 3 oder schön spielen, sondern da geht es einfach darum, die Null hinten zu halten und alles wegzuhauen, was sich dem 16er nähert. Und ich finde, mit Klara, Zimmermann und Maglica ist man da tendenziell sehr gut aufgestellt. Man hat ja noch Yannick Müller, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich finde, hinten drin sieht es gar nicht so verkehrt aus. Ansonsten hat man mit der Verpflichtung von Fabian Nürnberger dafür gesorgt, dass Emir Karic so eine kleine Konkurrenzsituation bekommt auf der linken Seite. Nürnberger könnte die Position definitiv auch spielen, kam ja aus Nürnberg. Ich denke, der Wortwitz ist mittlerweile auch ausgelutscht. Und ansonsten hat man sich da nicht verstärkt. Bader eigentlich gesetzt auf der rechten Seite, hat sich gestern verletzt im Testspiel am Oberschenkel. Da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt, ob das passt oder ob das reicht bis zum Saisonstart. Und sonst steht die Abwehr genau mit diesen Neuzugängen. Und für Philipp Tietz hat man so eine Ablöse von 2,5 Millionen bekommen. Und der direkte Nachfolger, der Ersatz sozusagen, ist Fraser Hornby. Schotte, kam von Stade Rennes aus der französischen Liga. 1,8 Millionen hat er gekostet und ist vielleicht bisher der Verlierer der Vorbereitung. Kostet bei Kickbase auch nur 500k, hat sich nicht wirklich beweisen können, auch noch einen Elfmeter verschossen. Also da gibt es andere Kandidaten, die sich hier mehr ins Rampenlicht gespielt haben. Vor allen Dingen Philipp Stojilkovic, der war letztes Jahr schon da. Also man scheint das Ganze intern auffangen zu wollen. Aber an der Stelle möchte ich nochmal hinzufügen, ergänzen oder einfach erwähnen, dass das Sturmduo, bestehend aus Braden Manu und Philipp Stojilkovic, in der zweiten Liga im letzten Jahr zusammen 10 Treffer erzielt hat. Ich weiß nicht, wie die in der Bundesliga irgendwas reißen sollen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dahinter jetzt irgendwie kein absoluter Weltklasse-Spielmacher steht, der die beiden bedient. Also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr schwierig vor und habe keine Ahnung, wie Darmstadt gerade in den ersten Spielen, wenn man sich akklimatisieren muss, irgendwie Tore schießen möchte. Und wir haben es ja schon angeschnitten jetzt in Teilen. Trotzdem möchte ich nochmal auf die potenzielle Startelf zu sprechen kommen. Und da ist natürlich Marcel Schuhn im Kasten ganz klar gesetzt. Da gibt es auch jetzt schon mal eine fette Kaufempfehlung. Genau wie Christoph Klara und Zimmermann in der Verteidigung. Maglica eigentlich auch, war noch ein bisschen angeschlagen. Wenn er nicht fit werden sollte oder wenn Thorsten Lieberknecht da seine Bedenken hat, dann könnte Yannick Müller zum Einsatz kommen. Ich sehe da Maglica aber ganz klar in der Pole-Position aktuell. Wie gesagt, Bader ein bisschen verletzt, muss man abwarten. Ansonsten konkurrenzlos auf der rechten Seite. Holland als Kapitän im Mittelfeld auch gesetzt. Melem auf der 10, auch der ist safe. Und dann gibt es eben den Zweikampf im Mittelfeld. Fabian Schnellhardt und Tobias Kempe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Tobias Kempe den Vorzug bekommen könnte. Einfach, weil er die defensivere Variante ist. Ich bin mir sicher, dass Thorsten Lieberknecht großen Wert darauf legen wird, die Null hinten zu halten. Gerade zu Beginn der Saison. Man möchte sich da nicht gleich als Schießbude der Liga irgendwie präsentieren. Von daher Kempe in der Startelf kann ich persönlich mir schon relativ gut vorstellen. Es wäre jetzt aber auch keine Riesenüberraschung, wenn es dann doch schnell hart wird. Und dann eben, wie gesagt, Stojilkovic und Braden Manu im Sturm. Der ist definitiv gesetzt. Was mit Hormi passiert, muss man wirklich abwarten. Also der ist ein super Gamble aktuell, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber persönlich würde ich mein Geld jetzt aktuell irgendwie eher nicht in den stecken, sage ich ganz ehrlich.
Und damit sind wir hier durch. Wir schauen jetzt nochmal rein in den Kader on Detail und überlegen, bei wem macht es vielleicht wirklich Sinn, sich den jetzt als Lückenfüller mal reinzustellen. Und wir fangen an mit Marcel Schuhn. Und es ist nicht allzu lange her, dass der so 5, 6 Millionen gekostet hat. Und da war es einfach ein geisteskranker No-Brainer. Für den Preis, schaut euch an, was er letztes Jahr abgeliefert hat. 117 Punkte im Schnitt. Ich glaube, 11 oder 12 mal zu 0. Das ist unrealistisch in diesem Jahr. Aber er wird viel auf die Bude bekommen. Er kann sich auszeichnen. Er ist gut mit dem Ball am Fuß. Das ist ganz, ganz wichtig. Also hat nicht permanent diese minus 1 Punkte wegen Ballverlust, weil er den Ball irgendwie unkontrolliert ins Ausballert. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark für einen Keeper. Und ich finde immer noch 10,7 Millionen. Kann man machen für Marcel Schuhn. Überlegt mal, als Riemann in die Liga kam, war der ähnlich vom Preis und er hat sich zu einem der Besten der Bundesliga gemausert. Ich kann mir vorstellen, dass Marcel Schuhn sich ähnlich entwickeln wird in dem Jahr oder in den Jahren, je nachdem, wie lange Darmstadt in der Liga bleibt. Deswegen gibt es da immer noch für den Preis wirklich eine ganz, ganz dicke Kaufempfehlung mit Kusshand. Sozusagen. Und dann finde ich, sind die beiden klaren Calls, Christoph Klarer und Matej Magliza, die beiden Innenverteidiger. Denn wir haben das oft gesehen in den letzten Jahren, dass Verteidiger, gerade Innenverteidiger, von eher schwächeren Mannschaften teilweise richtig gut punkten. Wir hatten den Sebastian Schonlau von Paderborn, wir hatten den Amos Pieper von Bielefeld, letztes Jahr in Ordetz von Bochum. Und ich kann mir vorstellen, dass sowohl Klarer und auch Magliza an diese Punktemarken herankommen können. Klarer 6,5 Millionen, letztes Jahr 82 Punkte im Schnitt bei Düsseldorf. Da musste er aber nicht so viel verteidigen, wie er das jetzt machen wird bei Darmstadt. Der Marktwert geht richtig durch die Decke, also selbst wenn ihr den nicht aufstellen wollt, würde ich mal versuchen, den jetzt mitzunehmen für 1 Million über Marktwert und den dann wieder für 9 oder 10 Millionen zu verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass er da hinsteigen wird. Und bei Magliza sieht das Ganze ähnlich aus. Auch da geht der Marktwert nach oben, fängt jetzt langsam an, so ein bisschen nicht abzufallen, aber nicht mehr ganz so doll zu steigen. Also den bekommt ihr vielleicht für 4,9, 5,1 Millionen, sowas in dem Dreh. Da würde ich reingehen und dann wird es schon langsam eng, das sage ich euch ganz ehrlich. Zimmermann könnte man noch probieren als dritter Innenverteidiger, knapp 7 Millionen. Da geht der Marktwert jetzt langsam runter. 92 Punkte im Schnitt letztes Jahr, also auch der wäre noch eine Option. Und wie gesagt, dann wird es richtig eng. Bader, weiß ich nicht, Außenverteidiger von so einem schwachen Verein, sage ich euch ganz ehrlich, würde ich persönlich mich eher fernhalten. Sowohl ein Bader als auch ein Karic für 5 Millionen ist mir das aktuell einfach zu teuer. Auch einen Nürnberger, 3,5 Millionen, da ist ja noch gar nicht sicher, ob er überhaupt spielen wird. Das gleiche gilt auch für den Honsack, der ist bei einem ähnlichen Preislevel 4,5 Millionen. Und auch die Stürmer, Jan Stojiljkovic wird vielleicht spielen, aber der kostet auch 5 Millionen. Und ich sage euch ehrlich, ich sehe da einen roten Balken nach dem anderen, da wird es Minuspunkte scheppern, da bin ich mir relativ sicher. Brayden Manu viel zu teuer für 6,7 Millionen. Der hat zwar Potenzial, aber hat in der zweiten Liga gerade mal 74 Punkte im Schnitt hingelegt. Ich frage mich, wie soll das in der ersten Bundesliga laufen? Deswegen, also auch da würde ich abraten. Und dann haben wir eben noch so Kandidaten wie einen Schnellhardt für 5 Millionen oder einen Holland als Kapitän für 7,5. Der wird gesetzt sein im Mittelfeld. Aber ich finde, das ist irgendwie so viel Geld für eine Mannschaft, wo ich wirklich überhaupt kein Vertrauen drin habe. Auch der nicht mal einen 100er-Schnitt in der zweiten Liga. Ich glaube, der wird nicht viel über Ballaktionen kommen in der gegnerischen Hälfte, sondern viel verteidigen und viel gegen den Ball machen. Ich glaube nicht, dass das rosig wird, punktetechnisch. Also mehr als so ein 45er-Schnitt kann ich mir da beim besten Willen nicht vorstellen. Und wie gesagt, dafür ist er oder sind diese Spieler mir einfach zu teuer, sage ich ganz ehrlich. Und dann kommt dazu, dass es das Auftaktprogramm wirklich in sich hat. Erstmal das Derby, Auftaktspiel gegen Frankfurt. In Frankfurt, dann zu Hause gegen Union Berlin und dann auswärts bei Bayer Leverkusen. Vielleicht nicht gerade die Spiele, die man haben möchte als Aufsteiger. Zu Beginn der Saison, also es ist wirklich hart. Und bei der Gelegenheit schauen wir uns nochmal die Testspiele an, denn die waren wirklich auch unterirdisch. Man hat verloren 1-0 gegen Norwich, dann 2-0 gegen Gießen und dann zweimal 0-0 gegen Karlsruhe und gegen Sandhausen. Man hat unterm Strich also einfach noch kein einziges Tor geschossen in der Vorbereitung. Also ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Für mich ist Darmstadt wirklich Abstiegskandidat Nummer 1, sage ich jetzt mal hier ganz klipp und klar raus. Deswegen würde ich versuchen, wenn ihr Darmstädter habt, die so schnell wie möglich auszutauschen und abgesehen von Klarer oder Magliza euch da zu distanzieren. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.